Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division Part 12. Und in der letzten Folge haben wir den Sicherheitsflügel freigeschaltet. Und ja, ich habe schon so ein bisschen geguckt, was man jetzt machen kann. Also, wenn ich mir jetzt so die Nebenmission, also was heißt Nebenmission, die Hauptmission eigentlich eher angucke. Level 14 empfohlene Stufe. 14. Das stimmt nicht. Mindestens empfohlene Stufe 12. Eine neue Ladung Styropor gebracht. Dann haben bei wir noch mindestempfohlene Stufe 10. Lasst ihn los. 20. Er hat euch nichts getan. 16. Also, ihr seht. Ich habe keinen Schimmer, was die hier wollen, aber es wimmelt von denen. Und Level 18 mindestens. Das heißt, mit unseren mickrigen Level 9 können wir nicht viel anfangen. Das bedeutet, wir müssen trainieren. Und ja, ich würde sagen, wir klappern so die Nebenmissionen durch. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich die Cam wieder aus. Damit wir uns 100%ig auf das Spiel konzentrieren können. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk dran, du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Ich übermittle die Koordinaten. Okay. Ja, also, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall jetzt Nebenmissionen machen, weil wir noch einen zu niedrigen Level haben. Wir müssen mindestens, glaube ich, 10 oder 11 sein. 11 war das, glaube ich. Dann können wir die Hauptmission weitermachen, weil sonst sterben wir die ganze Zeit. Das haben wir ja in der vorletzten Folge gesehen. Ich wollte den medizinischen Flügel machen und da kamen die Level 14 Gegner und die haben mich abgefrühstückt. Also, machen wir hier die Nebenmission. Ich hoffe, es geht in Ordnung, weil sonst kommen wir nicht weiter. So, was haben wir denn? Die Nachschubabwehr? Okay, verteidigen. Da kommen jetzt bestimmt wieder Gegner. Warnung, eintreffen der Gegner. Okay. Warnung, den haben wir. Wache wird beschossen. Probier das mal hier. Nein! Weg! Boah. Er wollte uns mit der Granate hier überraschen. Ah, noch mehr. Woher kommen die denn? Eintreffender Gegner. Das war ein meisterlicher Wurf von ihm. Sammeln wir mal eben das hier ein. Oh. Oh. Einer geht an unsere Waren. Jawohl. An die Vorräte. Eintreffende Gegner. Okay, also wir müssen das hier anscheinend verteidigen. Ich sammle hier mal alles ein, was geht. Oh ne, jetzt müssen wir nach hinten laufen. Ich hoffe, die kommen nicht zuvor. Ah, doch. Oder? Ne. Noch nicht. Aber kurz davor. Oh. Den haben wir auch. Eintreffender Gegner. Okay, hier sehe ich schon. Ja, die Gegner sind noch keine große Herausforderung. Das liegt daran. Oh, hallo Agent. Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. Danke, danke. Ja, es liegt daran, weil wir natürlich einen höheren Level haben als die anderen. Was haben wir hier? Was haben wir? Extra 3% Tötungs-EP. Die brauchen wir auf jeden Fall, um schneller zu leveln. Ballistischer Schild-LP, Haftgranaten-Explosionsradius. Ja, aber dadurch haben wir auch mehr Lebenspunkte. Ich würde sagen, oder? Sollen wir einbüßen? Schaden ein... Ja, wir machen ja sowieso viel Schaden. Dann würde ich eher natürlich vorschlagen, dass wir hier mehr auf Lebenspunkte gehen und dadurch mehr aggressiv attackieren können. Und hier haben wir Pistolen. Ja, ich muss hier noch ein bisschen verkaufen. Ich kam leider noch nicht dazu. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja genug Inventarplatz. Ballistischer Schild. Ja, den kann man verkaufen. Gut, wir haben nichts mehr. Und ich würde sagen, es geht ganz Schlag auf Schlag weiter.
Oh. Hier ist etwas. Lebensratgeber. Ja, dann holen wir das auf jeden Fall mal ab. Oh, hier kann man noch etwas einsammeln. Habe ich gerade glatt übersehen. Ja, ist immer schwierig, wenn man gleichzeitig mal nach vorne gucken muss und dann noch auf die Karte nebenbei. Hat es sich gelohnt? Nö. Hätte ich mir auch schenken können. Ah, das weiß man vorher nie. Das ist immer Zufallsprinzip, was da drin sein könnte. Vermute ich zumindest. Hier haben wir noch mehr Gegner. Hallo. Okay. Das ging schnell. Okay. Okay. Den Überlebensratgeber ist auf der anderen Seite der Straße. Beziehungsweise gegenüber. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt hin spurten. Ich meine, die geben auch Erfahrungspunkte, oder? Ich meine schon. Schauen wir mal. Waren wir nicht hier schon mal? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, ich sehe schon Gegner da vorne. Ach. In dem Haus da drin. Wie sollen wir da reinkommen? Hm. Ja, ich sag ja, ich war ja schon mal hier. Ach, wir können hier rein. Sieh mal da. Ha! Wenn man richtig reinguckt, dann findet man auch. müssen wir weiter hoch oder aus dem Fenster? Ich versuch's erstmal mit weiter hoch. Okay. Zugemauert. Ah, hier können wir interagieren. Herr Dietrich. Gut, dass wir welche parat hatten. Ah, ein Hühnchen. Hallo. Mach Platz. Mach Platz. Komm, mach Platz. Leider hört es nicht auf uns. So, und hier haben wir den nächsten Ratgeber. Ratgeber gefunden. 2 von 24. Ja, wir haben noch einiges vor. Okay, was steht denn da drin? April's Text mit rotem Kult. Ne, Kuli. Kult, sage ich schon. Dieses Buch gehört April Keller. Wenn Sie es finden, werde ich jeden Tag um die Mittagszeit am Südende der Verkehrsinsel am Times Square sein und keine Fragen stellen. Wenn Sie es... Was? Wenn Sie es meiner Leiche abnehmen, hoffe ich es hilft. April's Text mit Bleistift. Ein Pfeil zeigt auf durchgestrichenen roten Text vor dem Joe Strummer Wandgemälde, Ecke 7th and A. Okay, Ratgeber, New York, Collapse. Bills Text mit schwarzem Kuli für A zu ihrem Geburtstag. Weil man sich nie sicher sein kann, dass einem die Welt nicht um die Ohren fliegt. Aber sollte NYC je kollabieren, dann weiß ich, dass, dann weiß ich, wir nicht, Babe. Hm. Du und ich, ich und du, da fängt die Welt an und da hört sie auf. Lies das Buch, dann bist du vorbereitet, wenn die Zombies kommen. Liebe, Liebe, viel Liebe, alles Liebe. Ja, sehr, sehr, ja, cooler Text, würde ich mal sagen. Mit schönen Versprechern hier drin. Da hat jemand auf jeden Fall aus seiner Gefühlslage geschrieben. Weil als Neutraler, wenn man das so liest, da denkt man sich erstmal, hä? Was ist denn los hier? Okay. Gut, den Hinweis haben wir gesammelt. Ich würde mal sagen, wir machen den nächsten Nebeneinsatz. Wo haben wir denn hier? Ja, ich meine hier. Ja, hier. Nehmen wir den hier. Okay, ohne Missions... Ansage. Ja, also ich muss sagen, die Räume hier, die Häuser, die hier so gemacht worden sind, wie das gemacht ist, also es ist sehr, sehr, sehr schick. Ja, ich glaube, ich vermeide lieber diese Gegner. Sonst gehen wir unnötig in ein Feuergefecht rein. Und dann dauert die Folge wieder die ganze Zeit so lang, weil ich mich wieder mit diesen harten Buben hier auseinandersetzen muss. Nur so. Und nicht anders. Okay. Vermisste Personen. Heather Lowe. Teil 2. Ach, das ist das, was wir letztens angefangen hatten. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Heather Lowe, Teil 2.
Stimmt. Und es geht weiter. Wir haben sie noch gar nicht gefunden. Die Schwester von Feilau oder Feilau. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Ah, stimmt. Und die Feilau, die zählt auf uns, dass wir sie finden. Und wir sind so doof und machen das nicht. Okay, das war auch sehr unübersichtlich zu dem Zeitpunkt. Ich wusste gar nicht, dass man hier irgendwie einen Teil 2 hat. Vor allem haben wir bei Teil 1 ja den Hinweis gefunden, aber es kam ja keine Rückmeldung, dass wir jetzt irgendwo hingehen müssen. Gar nichts. Na gut. Da haben wir wieder böse Buben. Die haben wir schnell umgenietet. Hm? Aktives Echo-Signal geortet. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Analysiere. Wiederherstellung abgeschlossen. Echo aktivieren. Schauen wir mal, was früher passiert ist. Hm? Ist das Feilau? Heatherlow. Ach, Feil, sag ich schon. Die heißen alle gleich mit Nachnamen. Komm schon. Okay, sie ist ins Haus reingegangen. Oder? Ne, sie wollte da rein. Okay. Kommt jetzt nichts mehr? Haben wir jetzt die nächste Nebenmission hier? Also Aufklärungsdaten mal eben hier anklicken, damit wir das bestätigen können, dass wir es gesehen haben. Genau, hier Heather Lau. Ich sehe, wir haben noch einen dritten Punkt. Den müssen wir anscheinend noch aufsammeln. Okay, ja, dann sage ich mal, ich rufe mal die Karte auf. Ja, ich glaube hier, ne? Nebeneinsatz. Ja, Heather Lau. Dann müssen wir hier andersrum gehen, glaube ich. Naja. Ah, unser Navi sozusagen zeigt uns den Weg. Hier sind schon wieder irgendwelche Gegner. Na, lassen wir das unseren Freunden machen. Können ja nicht immer überall gleichzeitig sein. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall wieder böse Buben. Macht der schon wieder, ey. Der Nahkampfkämpfer. Mit seinem Basie. Ja, bleibt da bloß liegen, Junge. So, Echo entdeckt. Und zwar hier. Schauen wir mal. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Ach, Scheiße, ist das kalt. Haltet die Klappe und passt auf. Okay, waren die Plünderer... Ah, die waren hinter Heather Lau. Und ich glaube, sie wohnt hier irgendwo in der Nähe. Oder? Können wir hier irgendwo rein? Nö. Aber wir können noch eine Etage höher klettern. Ah, hier ist ein offenes Fenster. Ich würde sagen, wir springen mal rein. Ich habe so das Gefühl, dass die Schwester Faye? Hier ist. Faye, hier ist Heather. Ah, sie lebt noch. Cool. Gott sei Dank. Ich habe das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Mhm. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Ah, ist das Heather Lau? Bist du das? Ja. Sie sieht schon so aus. Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Und was Sie angeht, geil. Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Lau Ende. Alles klar. Ja, das war cool. Coole Mission, muss ich sagen. Sehr, sehr freundliche Mission, will ich mal sagen. Und ich habe gesehen, auf der Karte haben wir wieder sehr viel aufgedeckt. Erstmal hier das Echo. Natürlich hier ein paar Plünderer lungern in der Gasse hinter Heather Laus Wohnhaus herum, während ein anderer die Feuerleiter hochklettert, um in das Haus einzudringen. Heather Lau begibt sich im Bewusstsein der überall drohenden Gefahren schnell in Sicherheit. Ja. Gut, ja, das haben wir ja mehr oder weniger miterlebt. Was haben wir hier? Haben wir noch irgendwas Schönes? Nö.
Ah, das sind alles Sachen, die verkaufe ich dann, wenn ich die Folge hier beenden sollte. Und, ja. Wir gehen ganz kurz zur Karte. Oh, oh, wir haben ganz viele Sachen hier. Zum Einsammeln. Ich würde sagen, das nächste ist hier direkt in der Nähe. 30 Meter. Gut. Da machen wir das. Eine Telefonaufzeichnung. Ich meine, die bringen ja auch Erfahrung. Und jeder Erfahrungspunkt zählt hier bei The Division. Können wir es jetzt hier raus? Ja. Hier geht ja auch nicht anders. Schon wieder Gegner. Ah. Woher kommen die überhaupt? Sind das die Plünderer? Die wir, die Heather Lau erwischt hatte? Boah, was willst du? Okay, ich komm runter, dann hast du es einfacher. Okay. Komm her, du Basie-Mann. Ja, mit Gewalt geht nix, Jung. Muss auch taktisch rangehen. So, wir nehmen die Hose mit. Wir haben natürlich keine, ne? Vielleicht können wir die Hosen bei Caritas abgeben. Keine Ahnung. Vielleicht geht ja sowas. Achso, wir haben hier wieder etwas eingesammelt. Nee, ist nix. Können wir alles verkaufen. Und die Credits einheimsen. Telefonbelästigung und Reise. Ja, hier, Rick. Spieß um. Okay. Hallo? Wer ist da? Gefällt dir das? Um 4 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt zu werden? Okay. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los hier? Stöhnt die einfach am Hörer? Ja. So, hier können wir wieder Elektronik einsammeln. Hier geht's wieder zur Sache. Ein bisschen helfen hier. Hier haben wir ein bisschen etwas eingesammelt. Ah, hier haben wir wieder zum Sammeln. Elektronik. Mein Gott, Junge, kriegst du es nicht gebacken? So, geht doch. Alles klar. Hier haben wir noch was zum Einsammeln. Können wir alles verscherbeln. Gut, ja, ich würde sagen, was würden wir am besten machen? Nebenmission oder die Sachen hier noch einsammeln? Ah, schwierig. Ja, ich würde sagen, wir machen die Nebenmission. Kriegen wir, glaube ich, mehr Erfahrung. Oder? Ach, das ist ein Safehouse. Ein Safehouse. Okay. Ja. Ich glaube, wir holen die Sachen hier auf. Komm. Machen wir. Ich muss jetzt mal wirklich drauf achten, ob wir Erfahrungspunkte dafür kriegen. Ich komme immer noch nicht dazu, mir das einzumerken. Weil immer jedes Mal irgendwas dazwischen kommt. Ob Gegner, dann vergisst man wieder das, was man eigentlich vorhat. Kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein. So, wir sind jetzt jeden Moment da. Ist halt jetzt natürlich wieder die Frage, ob wir ins Haus reingehen müssen oder hier direkt sein wird. Okay. Ich habe da so einen Zwischengang gesehen. Sie sind ein Vorbild. Oh. Okay, hier haben wir aufgeräumt. Und den netten Zivilisten gerettet. Ah, wir können hier rüber. Sehr, sehr schön. Jawohl. Und hier haben wir die nächste Aufzeichnung. Hi, hier ist Ali auf 89.8, dem Sender mit der besten Musik. Spreche ich mit Naomi? Ja. Wie alt bist du, Naomi? Ich bin 9. Also, Naomi, du bist ein kleiner Glückspilz. Denn wenn du diese eine Frage beantworten kannst, hast du die Möglichkeit, Karten für den Nussknacker im Lincoln Center zu gewinnen. Wow! Also hör gut zu. Weißt du, wer dieses Lied komponiert hat? Das war Piotr Ilitsch Tschaikowski. Das weiß ich von meiner Oma. Du hast eine sehr kluge Oma.
Und du bist ein gescheites Mädchen, weil du jetzt in der Endrunde bist, um die Karten zu gewinnen. Hör weiter zu, dann erfährst du bald das Ergebnis. Okay, bis dann. Ja, da war eine normale Frau. Mädchen, sagen wir mal. Ja, und Frau, ne? Die hat da bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Oh, nee. Boah, das war gut. Gleichzeitig schießen und ausweichen. Oh, Leute. Habt ihr keine Hobbys? Müsst ihr immer andere Leute hier berauben und nerven? So. Ich glaube, der nächste Hinweis ist irgendwo auf dem Gebäude. Boah, können wir irgendwie hier rein? Ja. Perfekt. Die Musik gefällt mir nicht. Als wäre ein Gegner in der Nähe. Können wir hier etwas einsammeln? Ja. Können wir auch was Gutes einsammeln? Nein. Sonst oben wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr cool, dass man so in Häuser reingehen kann. Ah, hier. Wahrscheinlich wieder Kleidung. Yes. Okay. Haben wir hier den Hinweis? Nee. Ich glaube, wir müssen eine Etage höher. Ja, das ist auch sehr cool gemacht hier. Solo. Goto. Ja. Dann würde ich sagen, hier rein. Okay, hier haben wir wieder etwas zum Öffnen. Ein Jagdschoner. Ich höre hier etwas. Ah, okay. Ja, Überlebensratgeber Seite 7. Seite aus den Überlebensratgeber mit April Kellers Anmerkung. 330 EP. Ist schon ordentlich. Ja, hier können wir uns wieder kleiden, entsprechend, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, ich guck mal eben hier, was wir hier so Schönes eingesammelt haben. Ein Jagdschoner. Der hatte 4, also den alten, den wir haben, der hat 4 kritischen Trefferschaden, 15 extra Tötungs-EP, das ist sehr, sehr viel natürlich. Und ja, Tötungs-EP ist sehr, sehr wichtig, damit wir viel mehr Erfahrung einheimsen können. Was haben wir hier? Desorientiert. Hier haben wir natürlich nicht so schöne Werte. Deshalb behalten wir unser. So, was haben wir hier? 4 horizontale Stabilität. Plus 4% Präzision für aus der Hüfte schießen. Ja. Naja, brauchen wir alles nicht. Wir sind eigentlich mit dem zufrieden, was wir haben. Einsatzdaten. Ja, hier kann man sich das Ganze nochmal angucken. Ah. Überlebensratgeber. Ich fragte nach einem Detective und nachdem ich eine Ewigkeit gewartet hatte, meldete sich jemand. Nina Di Giovanni. Ich erklärte ihr, Beamte hätten den Toten aus dem Wagen in den Wagen des Leichenbeschauers umgeladen und 2 uniformierte Beamte hätten den Tatort abgesperrt. Ich hätte den ganzen Vorfall beobachtet, sagte ich. Ob sie denn keinen Bericht geschrieben hätten? Sie sagte, ihnen läge kein Bericht über einen Mord oder eine Schießerei bei den genannten Adresse vor. Bin ich jetzt hier zu weit? Ich legte auf. Was? Ich legte auf eine... Jetzt habe ich den Faden hier verloren. Naja. Denke ich mal, das sind alles so Informationen, was die Leute so durchgemacht haben. Und ja, alles schön und gut. Wir können es eh nicht rückgängig machen. Aber es ist mal schön, dass man sich das hier so ein bisschen einlesen kann. Um dadurch so ein bisschen nochmal die Dramatik... sich klar zu machen, was die Menschen hier damals durchleben mussten. Ja. Okay, das haben wir durch. Und ich würde sagen, ich guck mal eben auf die Karte. Wir haben hier noch eine Telefonaufzeichnung. Die nehmen wir noch. Das heißt, wir müssen wieder raus. Ich finde es cool, weil dadurch, dass wir den Sicherheitsbereich freigeschaltet haben, haben wir ja diese zusätzliche Option aktiviert, dass immer diese Aufzeichnungen in der Nähe aufgezeigt werden. Vielen Dank.
Ah, hier können wir bedürftige Leute helfen, dann kriegen wir natürlich mehr Erfahrung. Wir haben jetzt so die Hälfte ungefähr erreicht. Und bis Level 10 ist noch ein kleines Stück. Ich hole mir nur meinen Anteil. Ja, und ich höre schon wieder und sehe vor allem wieder Gegner. Oh fuck. Und das ist ein guter Gegner hier. Gut, dann setzen wir unser Geschütz gleich mal auf. Okay. Den haben wir noch gekriegt. Na komm. Ah, nicht so gerne. Boah. Ja, du auch. Jeder hat es mal verdient. So, ich heile mich mal hier. Ich lade nach. Dieser Frey, der kriegt jetzt eine. Na, komm her. Jawohl. Der hat sich selbst in Brand gesetzt. Weil wir ihn am Werfen gehindert haben. Man spielt nicht mit Feuer, Junge. Siehst du da, was passiert? Na komm, werf noch eine. Hat er Freunde? Ne, ich dachte schon. So, Ablenkung. Boah, weg hier! Boah! Knapp! So, geschafft! Danke unserem Helfer. Perfekt. Gut, hier können wir wieder Munition sammeln, die wir verballert haben. Und ich sehe, wir müssen auf jeden Fall mal wieder Munition laden gehen. Hab hier ordentlich abgeschossen. So, was haben wir hier? Vögel. Geflohene Rika ruft seine Ex-Frau an. 911, um welchen Notfall geht es? Quatsch, ich bin's, Jen. Ich bin gerade beschäftigt. Hinterlass eine Nachricht, dann rufe ich zurück. Peace. Hi, Jen. Ich bin's, dein Mann, weißt du noch? Ich habe viel nachgedacht über alles und dabei ist mir aufgegangen, wie sehr du mir fehlst. Ich schließe die Augen und sehe dich immer noch in dem engen weißen Kleid durch die Kirche gehen. Mein Gott, was für ein Körper. Ich war immer verrückt nach dir. Wie jung wir damals waren. Und naiv. Ja, so ist das. Früher war man immer etwas jünger und unerfahrener. Ne? Okay, das haben wir auch. Ja, ich würde sagen, haben wir noch Zeit für eine Nebenmission? Haben wir irgendwas in der Nähe? Oh, wir haben hier einen Nebeneinsatz. Schätzchen, du bist ein Goldstück, wirklich. Oh. Wie ich jemals ohne dich durch den Winter gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Bei deiner Rückkehr wartet hier ein kleines Dankeschön. Komm ich doch mal besuchen, ja? Wenn schon meine Kinder keine Zeit finden, dann vielleicht doch du? Aber sicher doch, Madame. Wir können doch hier eine Blitzreise machen, oder? Oder? Können wir hier nicht eine Blitzreise machen? Das ist doch hier an diesem Treffpunkt, Stützpunkt, wie auch immer. Ja, hier, Blitzreise. Ich wollte schon sagen, ich laufe doch jetzt nicht die 500 Meter dahin. Ja, ich würde sagen, wir werden dort die Nebenmission abschließen. Und dann machen wir an der Stelle hier einen Cut. Und dann widmen wir uns den nächsten Nebenmissionen. Weil ich habe euch ja so ein bisschen versprochen, die Folge nicht allzu lang zu machen. Dafür ist natürlich jetzt nicht viel passiert, klar. Aber dafür ist die Freude natürlich groß auf die nächste Folge und auf die nächsten Nebenmissionen. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was auf uns noch zukommen wird. So, hier, unsere Marion. Liebes, du hast so gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Bürger sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mehr hin, sich die Schuhe zuzubinden. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Nun ja. Okay, liebe Frau Hempelstein. Vielen Dank für die Blumen, würde ich mal sagen. Und da drüben können Sie nichts kaufen. So, okay. Ja, ich würde sagen, das ist das perfekte Stichwort hier. Exit.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ja, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge werden wir dann die nächsten Nebenmissionen machen. Wir müssen mindestens, mindestens Level 10 erreichen, damit wir die nächsten Hauptmissionen meistern können. Weil wir haben ja gesehen, schon alleine, wenn die Gegner Level 14 sind und wir haben schon einen Unterschied von 5 oder 6, dann haben wir keine Chance. Zumindest sehr geringe Chancen. Ja, also, ich lade euch ein, in der nächsten Folge dabei zu sein und wir meistern das zusammen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch allen noch einen schönen Abend. Ciao.